herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Wenn du ganz neu bist, nicht vergessen zu abonnieren. Und heute ist es endlich soweit. Wisst ihr, warum ich jetzt diesen Filter drüber gelegt habe? Weil ich habe eine totale krasse Rotznase, wie ihr hier seht. Und das hat so gut da drauf gepasst, dass ich gesagt habe, das bleibt jetzt einfach. Ich fand das auch so nett. Und heute geht es um eine 300 Abonnentenverlosung, die ich eigentlich schon wieder auf 400 korrigieren kann, weil wir schon fast 382 Abonnenten heute zum jetzigen Zeitpunkt gedreht, am 23. habe ich dieses Video abgedreht. Und es geht heute um die Abonnentenverlosung für die 300. Ich kann kaum glauben, dass ich 300 echt geschafft habe. Ich habe das überhaupt nicht erwartet. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit über, ich habe, sag ich ja immer wieder, 100 Abonnenten überhaupt angepeilt. Das war am Anfang nicht so einfach. Am Anfang schleppt sich das wahnsinnig schlimm. Seht ihr das? Und es ist wirklich, wirklich mega, mega anstrengend. Und ich hoffe halt, wie gesagt, dass ihr einfach ein Verständnis dafür habt, dass ich immer noch total im Schock bin, dass das irgendwie so gut funktioniert hat. Und ich würde euch gerne heute die Preise nennen und beziehungsweise die Sachen, die ihr dafür tun sollt, ja. Und zwar, weil in meinem Instagram immer wieder natürlich ein bisschen stagniert, beziehungsweise da noch nicht so viel los ist, möchte ich gerne, dass ihr auf jeden Fall mich auf Instagram followt. Also ich tue euch dann natürlich auf Instagram natürlich auch ein Bild hochladen, damit ihr praktisch darunter was kommentieren könnt. Und also die Bedingungen sind folgende. Es werden drei Gewinner ausgelost. Ich habe jetzt hier drei Sachen für euch, wo ich euch allerdings das eine natürlich zeigen muss. Das muss ich euch von mir selber zeigen. Ich muss jetzt nur schauen, wo ich es wieder hingepackt habe. Ich habe es schon wieder weggepackt. Ich muss euch das später zeigen. Und auf jeden Fall geht es jetzt darum, dass ihr jetzt folgende Sachen macht. Ihr müsst auf jeden Fall Abonnent meines Kanals sein natürlich. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Like nach oben. Und schreibt mir mal ganz, ganz doll drunter, was ihr für Geburtstagwünsche habt. Also was habt ihr euch immer schon zum Geburtstag gewünscht? Weil ich habe am 20. Januar schon wieder Geburtstag. Das heißt, für die Leute, die mir jetzt an Weihnachten was schenken, wird es echt stressig, weil ich am 20. natürlich wieder Geburtstag habe. Dann gehen die gleich wieder los. Und deswegen schreibt mir mal gerne drunter, was ihr so für nächstes Jahr gerne zum Geburtstag haben wollt, beziehungsweise was ihr so für Wünsche habt, sei es Make-up oder irgendwie ein Zuschuss zum Führerschein oder sowas. Schreibt mir einfach mal drunter, was ihr so irgendwie auf eurer persönlichen Wunschliste habt, was ihr euch nächstes Jahr gönnen wollt am Geburtstag, vielleicht auch selber. Das ist natürlich auch nicht schön. Eigenliebe ist immer die beste Liebe. Und schreibt mir einfach das in die Kommentare und followt mir auf jeden Fall auf Instagram und schreibt mir und taggt zwei Leute eures Freundeskreises, die ihr vorher im anderen Gewinnspiel noch nicht getaggt habt. Und schaut, dass ihr auch zu mir auf meinem Kanal kommt. Ich würde mich ja echt freuen. Und diejenigen, die jetzt praktisch auf Instagram nicht aktiv sein können, mal guckt einfach, dass ihr praktisch Leute nach YouTube holt, die sich meine Videos angucken. Und schreibt dann in die Kommentare rein, über wen ihr gekommen seid. Das wäre ganz arg wichtig. Und diese Leute müssen natürlich auch Abonnent meines Kanals werden. Und da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Wie gesagt, alle Informationen schreibe ich euch unten in die Infobox. Und bevor ich noch weiter schwätze, sehen wir uns jetzt an, was ihr gewinnen könnt. So, jetzt kommen wir mal zu den Gewinnen, die ihr praktisch abstauben könnt. Die Verlosung wird vom 25. bis zum 6. Januar gehen. Am 6. Januar im Laufe des Tages werde ich dann hier auf YouTube wieder ein Video veröffentlichen, wo ich euch praktisch die drei Gewinner nenne, die sich dann innerhalb von zwei Tagen spätestens bei mir melden müssen. Ich hatte jetzt auch schon jemanden ausgelost bei meiner letzten Verlosung. Diese Person hat sich leider nicht gemeldet. Die Sachen sind deshalb wieder in meiner Verlosungsbox gelandet, weil erstens mal laufe ich den Leuten nicht hinterher, weil die müssen sich schon selbstständig da melden und das wäre mir natürlich sehr, sehr wichtig, dass das auch klappt. Und deswegen fordere ich auch so ein bisschen, dass ihr auch noch ein bisschen danach schaut, wenn ihr praktisch irgendwo teilnehmt, dass ihr auch so ein bisschen noch weiterverfolgt. Wie gesagt, um mich weiter zu verfolgen, aktiviert auf jeden Fall die Glocke unten, damit ihr praktisch sehen könnt, wann genau Videos hochgeladen werden. Sonst habt ihr ja das Problem, dass ihr gar nicht wisst, wenn das Auflösungsvideo kommt. Wo ist schon das Vieh gerade? Ah, guck mal, da kommt was hochgesprungen. Ich finde das total nett. Also mit Augenmerk ab, das ist tatsächlich real, aber ich fand diesen Filter total nett. Ich dachte, ich wäre mal was Nettes. Also, ich habe für euch, für zwei der Gewinner, habe ich die Nights to Remember Paletten. Und zwar habe ich die aus den LEs natürlich gekauft. Schaut mal, mein Filter ist weg. Habe ich die aus den LEs gekauft. Ich hatte die schon mal in meinem Video gezeigt. Und ich finde die unnormal schön. Und für den anderen Gewinner habe ich zwei Metal Pigments. Und zwar sind es Awesome Metal Foil. Und zwar seht ihr hier,
Das ist praktisch ein gepresstes Pigment in einer Megafarbe und so eine Art Öl. Ihr mischt das praktisch alles zusammen, gebt es auf den Pinsel und könnt somit pures metallisches Pigment auftragen. Ich habe das in einem geilen Grün, und ich finde die unnormal schön. Und ich hoffe, dass euch die wahnsinnig viel Freude bringen. Und ich habe, wie gesagt, einmal Silber und einmal Grau, also so einmal so ein weißes, chanchierendes und so einen gräulichen Ton. Ich halte mir jetzt das voll vor den Filter, das macht aber nichts. So einen gräulichen Ton. Und wie gesagt, ich finde die unnormal gut. Also ich persönlich benutze die selber. Und ich zeige euch jetzt gerne mal die Palette. Und zwar ist das diese hier. Jetzt geht der Filter auch wieder aus. Ihr habt praktisch, das ist jetzt meine Palette, schwarz, weiß, und noch ein paar andere Töne drin, die ihr wirklich sehr, sehr gut kombinieren könnt. Das ist eine sehr neutrale Palette, die kommt in so einem Papp-Papp-Ding. Wie gesagt, wie ihr daran teilnehmen könnt, versucht einfach unten in der Infobox, weil da schreibe ich euch alles rein. Wie gesagt, das ist meine Palette und die anderen zwei Paletten. Und die werden euch dann per postalischen Weg zugesendet. Wie gesagt, ihr habt dann knapp 2 Wochen Zeit, um euch, ich glaube, 6., doch, 6. Januar passt eigentlich sehr gut. 6. Januar. Und da werde ich euch dann gegen Abend Bescheid sagen, weil ich meine, ich habe an diesem Tag Tagdienst. Das müsste eigentlich ein Samstag sein. Genau. Und auf jeden Fall melde ich mich dann einfach bei euch. Es ist natürlich sehr vom Vorteil, wenn ihr bei Instagram seid. Solltet ihr nicht bei Instagram sein, bitte legt euch einfach einen Instagram-Account an. Das ist wirklich ruckzuck geschehen, ja. Wie gesagt, ich würde halt gerne, also ihr, wie gesagt, Abonnent meines Kanals sein. Dann, wie gesagt, ein Kommentar drunter, was ihr euch dieses Jahr zum Geburtstag wünscht, das kommende Jahr. Also ob ihr irgendwelche Sachen habt, wie zum Beispiel eine gewisse Lidschattenpalette oder irgendwie sowas. Dann schreibt mir einfach auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Und ihr müsst auf Instagram praktisch auch ein Herzchen da lassen und 2 Leute taggen, die praktisch an dem Gewinnspiel auch mit teilhaben könnt. Wie gesagt, ansonsten schreibt trotzdem einfach bei YouTube einen Kommentar rein. Und sagt halt eben 2 Leuten Bescheid, die praktisch auch auf meinen Kanal stoßen könnten. Die sollen euch ein bisschen vertecken und runterschreiben, über wen ihr gekommen seid. Das würde ich jetzt auch noch gelten lassen. Und manche Leute haben kein Instagram, das verstehe ich. Aber aktiviert es doch einfach. Ich finde es super geil, die Plattform. Da könnt ihr auch Make-up-Looks und so viel nachgucken. Und wie gesagt, ich hoffe, dieses Video gefällt euch. Und lasst mir auch für dieses auf jeden Fall einen Daumen da, wenn ihr praktisch daran teilhaben wollt. Und wie gesagt, das war jetzt eine super Möglichkeit, meine verschundene Nase abzudecken. Ich hoffe, ihr findet es irgendwie süß. Ich fand es ultimativ süß. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Und ich wünsche euch heute noch einen wunderschönen ersten Weihnachtstag. Tschüss.